Willkommen zurück hier auf 99 Damage mit mir, mit dem Knochen. Und nun natürlich zu der Raid Call EMS One Nummer 2 der Cup hier, die zweite Qualifikation. Und wir sind im Finale, nachdem wir gestern natürlich die ersten drei Runden hatten. Heute die EPS, aber jetzt zum Finale sind wir natürlich pünktlich da. NiP gegen Epsilon, beide konnten sich hier im Halbfinale durchsetzen. NiP gegen die Jungs von 3D Max und Epsilon gegen die Franzosen von Imaginary. Again, wieder wie letzte Woche. Und ja, 89,86% tippen hier auf einen NiP-Sieg. Nicht mehr ganz so hoch die Quote wie früher. 90,45% sind es jetzt und auf Epsilon 9,55%. Also, noch schnell eure Wette abgeben. Bisher nur 157 mitgemacht. Also, bevor das Game gleich live ist, go, go, go. Map Nummer 1, D Inferno. Map Nummer 2, D Train. Map Nummer 3, DE Das 2. Erste Map gewählt von Epsilon, D Inferno. Und wir verschwenden keine Zeit, sondern gehen direkt schon mal rein ins Game. Denn die Jungs connecten hier nach und nach. NiP ist schon komplett da. Und wir begrüßen an dieser Stelle unseren Comod, den Venom. Schönen guten Abend. Ah, man muss ihn heute ein bisschen anheizen, glaube ich. ich war das Problem. So, jetzt sehe ich es. Aber wir begrüßen jetzt an dieser Stelle unseren Comod, den Venom. Schönen guten Abend. Schönen guten Abend. Hi, ich habe mich schon gewundert. Ja, das war ich das Problem diesmal. Habe vergessen mal zu entmuten. Ja, also, schönen guten Abend, schönes Hi. Match von euch, auch wenn es leider wieder nicht gereicht hat, aber hey, ab jetzt wird es nur noch einfacher, ne? Ja, nee, war ganz gut. Ja, kein Grund. Individuelle Fehler, aber sonst passt. Vor allem Stats Leader hier, wusste gar nicht, dass du noch so umdrücken kannst. nee, das geht. Ja, nee, war alles gut. Ja, NiP gegen Epsilon, das Finale. Ultra interessant, also... Echt mal gespannt. Sorry, ich gucke gerade in die andere Richtung, weil ich meinen Laptop noch überziehe. Ja, so. zieh alles ran, was damit du brauchst. Die Comments auch sehen kann. Ja, also so. Epsilon gegen NiP. Man hätte es sich eigentlich letzte Woche schon fast erwartet, dieses Finalmatch. Allerdings hat Enfagely da einen Strich durch die Rechnung gemacht und im Halbfinale NiP besiegt. Ja, aber dieses Mal kommt es zu dieser Partie. Epsilon, die gewonnen haben gegen NiP, dieses Mal im Viertelfinale. Ja, jetzt bin ich auch mal gespannt. Also wirklich super interessantes Game, was NiP da gegen die Epsilaner zeigt. Epsilon, ja, es ist nur ein Bug. Aber ich habe das schon mitgeteilt. So, und mal eine Frage. Keine Frage. Und zwar eine Info an alle Zuschauer da draußen, die ganze Zeit Epsilon natürlich ein bisschen kritisch beäugeln. Epsilon ist scheinbar momentan auf LAN unterwegs. Wo genau, weiß keiner. Es wurde auch schon geschrieben, picks or didn't happen. Aber laut mir vorliegender Information befindet sich Epsilon momentan im LAN. Also, schauen wir mal. Ich bin gespannt. Ich auch. So, hier ist alles ready. Also nicht vergessen, liebe Leute zu Hause, macht eure Tipps noch, solange das Game hier noch nicht live ist. Ich schaue nochmal ganz kurz, wie es aussieht. Ja, 207 abgegebene Wetten, 88% bei NiP. Also, schnell noch eure Wetten abgeben, solange das Game hier noch nicht live ist. Am Ende beschwert man sich sonst wieder, Game war ja nur kurz bereit zum Tippen. Also, es waren jetzt locker 10 Minuten. So, wir warten auf Epsilon. Und natürlich hier noch auf den Flanken-Change. Ja, das wäre eine krasse Geschichte. Also Inferno gewählt von Epsilon, dann Train gewählt von NiP und zu guter Letzt würden wir DE das 2 sehen. Ja, Inferno lag ja Epsilon das letzte Mal schon gut. Ja. Also da haben sie richtig gut aufgespielt. Gute Entscheidung. Aber NiP wird es wahrscheinlich auch geschaut haben, denke ich mal.
Warte mal, ich guck mal noch ganz kurz, was Epsilon heute für eine Map gespielt hat gegen Imaginary. Das ist ja auch noch tendenziell interessant, was man da gemacht hat. Ja, da wurde auch Inferno gespielt, genauso wie letzte Woche hatte man auch Inferno gespielt. Diesmal ging es allerdings 16-9 aus, letzte Woche glaube ich 16-5. Aber, ja, das kriegen wir ja ganz schnell raus, einfach mal kurz in der Coverage gucken. Und dann sehen wir im letzten Turnier Epsilon gegen Imaginary. Ja, 16-5 ging es aus und auch da die Inferno. Siehst du, alles im Kopf. Wahnsinn, ey. Jetzt bin ich ein bisschen selber von mir beeindruckt. Normalerweise ist hier alles ein bisschen Sieb-Gehirnmäßig. Weil ich gerade so ein bisschen abwesend bin. Ich muss gerade was schreiben wegen der Arbeit morgen. Ja, kein Problem. CSGO Frame successfully injected oder was? Eine Kollegin möchte, dass ich morgen Frühdienst mache und sie abhole. Oh ja, sehr gerne. Ja. Und? Bei den drei Mapper denke ich mir eigentlich, nee, aber. Ach, du kannst abends vorher sagen, jo, Frühdienst, nein, Frühdienst. Nee, sie möchte, dass ich Frühdienst mache, obwohl ich keinen hab. Ah, okay. Ja. Und was ist der Spätdienst dann? 12 oder? Nein, es geht nur um eine Stunde, die man früher oder später so kommt. Aber eine Stunde ist viel, ne? Heizung andrehen, schon mal Tee kochen, Saft vorbereiten, ja, für die Kids. So. Richtig, Kaffee kochen für die Erzieher. Kakao schon mal fertig machen. So, also nun auch das hat alles korrekt. Keine Panik. Ihr seht ja momentan nur die Vorbereitung. Ihr seid heute mal Backstage mit dabei. Das, was man sonst nicht erlebt. Aber freitags ist es ja eh relativ egal, ob man jetzt müde auf die Arbeit kommt oder nicht. Ja gut, die Kids werden dich schon wach machen, nicht? Ja, die werden in die Abstellkammer gestellt. Ja, die sind da erbarmungslos, also ganz egal, wie man drauf ist. Ja, ich kenn das. Ich habe ja früher noch ins Rasselbande, ne? Ferienspiele-Betreuer gemacht. Das, ah, okay, dann kennst du es ja echt sehr gut. Ja. Hast du wahrscheinlich auch ein schönes Alter gehabt, wa? Ich selber jetzt, oder was? Nee, die Kinder, wahrscheinlich sowas. Ja, von, was waren die Jüngsten, glaube ich, 5, 6 bis 12, glaube ich. 12 ist ja genauso mein Lieblingsalter, ne? Ja, vor allem bei den Mädchen, da geht dann schon teilweise das Gezicke los und so. Aber mein Beruf war immer schön. Es waren so 80 Kids ungefähr. War Spaß, schon, die war halt nicht auf Trab. Ja. Halt nicht auf Trab. Ja. Ich bin Erzieher. Vor allem bei den schönen, Wanderungen. Kannst du mich tragen? Ja klar. Ja klar. Kannst du dich auch tragen? Ja, logisch. Komm. Wir machen Pappmaster-Style. Also, weil jetzt auch noch mal ein paar Zitate gepostet werden aus dem vorherigen Match, aus dem Halbfinale. Also Epsilon ist hier kein unbeschriebenes Blatt. Sie stehen momentan unter Verdacht bei mehreren internationalen Teams. Und auch wenn jetzt ein Team da im Chat was geschrieben hat, hin oder her, das wird alles überprüft werden. Die Teams haben natürlich die Möglichkeit, hier Demos zu fordern und sonst irgendwas. Und ich bin gespannt, was heute passiert, wenn NiP hier dieses Match verliert. Und Epsilon, Copman Games, will man scheinbar den Auftritt hinlegen. Ja, das wird auf jeden Fall für Epsilon eine schwere Henkersfahrt, so. Aber vielleicht können sie ja überzeugen und dann werden sie vielleicht hart gefeiert, ne? Weiß man noch nicht. Überbiete Knochen mit meiner Spende im März. Ach, da kriegt wohl einer erst im März Gehalt. Er muss nur wissen, wie viel. Knochen, ja, hat 1500 ist... Euro gespendet. Ja. Also eigentlich waren es 1337. Ja. $1,500. So, also, Spieler sind alle ready.
Freiburg fragt da, ob Stream ready ist. Ich gucke auch nochmal in den Channel, ob alles in Ordnung ist. One second, then we come back, okay. Knife is live, also. Yeah, ab geht's. TV ready. Ladies and Gentlemen, wir starten mit der Partie Nummer 1, das Finale, Map Nummer 1. So ist richtig. Und damit herzlich willkommen zum Finale hier in der Raid Call EMS One. Das zweite Qualifikationsturnier im Kampf um die Punkte. NiP gegen Epsilon. Und die Knife Round sieht hier momentan gut aus für die Ninjas in Pyjamas. Einfach wie eine Walze drüber gerollt. Und drei Mann überleben da in der Knife. Alles in Ordnung. Wir müssen mal City starten, also. So. Letzter Schluck. Nun, auf geht's. Ja, keine Nudeln heute. Nudeln. Also, auf eine schöne Partie. NiP gegen Epsilon. Epsilon, die hier des Öfteren bewiesen haben, wie stark sie auf Inferno sind. Gestern gegen den Faculty. Heute gegen Imaginary. Letzte Woche gegen Imaginary. Also da moven sie meist perfekt. So, Freiburg und Get Right kriegen hier gleich ordentlich zu tun. Da kommt die Dampflok angerollt. Okay. Freiburg moved da sehr gut, zeigt sich nicht viel, aber jetzt ist der Mate gefallen und jetzt muss er auf jeden Fall gute Flex setzen. Boah. Freiburg macht da einen guten Job. Xelos steht da noch am gelben, wird da jetzt auch gleich fallen, jawohl. Und Flasher Last. Und er kommt da nicht mehr weg. 1 zu 0 für NiP. Also die Runde geht auf jeden Fall auf die Kappe von Freiberg. Ja, da hat er gut Zeit geholt. Aber krass, ne? Also obwohl sie da direkt Get Right klein machen, kommen sie da nicht wirklich auf den Spot drauf. Freiberg da gut gegengehalten und dann NiP sehr, sehr schnell verschoben. Da haben sie auch einen komischen Laufweg gewählt, also ich werde dann auch sofort mich komplett auf Freiburg fixiert. So, Fifflerin Forest. Forest wird da jetzt zu tun bekommen. So, und einmal Rasenmäher. Schöne Tackerwaffe. Fifflerin sofort und hinterher. Die Tackernadel fliegen. Xelos kriegt dann noch Fifflerin weg, dann war's das. Also auch diese Runde. Erfolgreich aber über die Runde gebracht. NiP plädiert da auch ein bisschen auf Pfandwaffen. Also kann gut sein, dass sie jetzt Epsilon noch kauft. Aber machen sie scheinbar nicht. So, und nochmal als Hinweis, es sind hier keine Streamlags, sondern das ist leider der GoTV. Also Valve hat auch nach diesem Update oder in diesem Update, was gestern Nacht erschienen ist, leider keine Updates hier gebracht für den GoTV. Und wer ein bisschen mehr hier über die Theorie erfahren will, warum es bei der EPS ohne Probleme läuft, da sind wir auf dem Master TV. Das Problem ist aber, wenn jetzt hier gerade, ich sag mal, 10, 12 Caster auf dem Go TV sind, na, wir sehen es da, Go TV Viewers 12 Stück, dann wirkt sich das auf den Server aus und dann haben die Spieler teilweise Probleme und deshalb ist hier der Relay dazwischen geschaltet, damit die Spieler hier keine Probleme haben und der Server da nicht 100% ausgelastet ist. Und damit müssen wir leider in Kauf nehmen, dass es hier ein wenig leckt. Das ist leider kein Problem von den Servern, kein Problem von den Admins, kein Problem von der Organisation, kein Problem von uns, sondern es liegt leider schlicht und ergreifend an Valve, dass hier nach dem vorletzten Update der GoTV Probleme verursacht. Hast du wieder mal deinen pädagogischen Auftrag erfüllt? Hoffe ich doch. Ja, Nox, wie beim letzten Spiel schon zu beobachten, geht Richtung B. Gut, aber jetzt hat jetzt da seinen Meister gefunden. Sonst wie sich gekriegt. Oh, Fifflerin steht gegen Hausmeister, Flasche hat auch schon gut passiert.
Genau, und das sieht man jetzt auch schon, dass Snip auf jeden Fall sich sofort defensiv aufstellt. Und da sollte man eigentlich immer zwei, drei spielen. Get Right erlaubt sich sogar noch relativ zentral Richtung Hundegang zu stehen. Und das ist jetzt die perfekte Aufstellung. Mehr muss man auch nicht mehr tun. Wenn man zwei First Picks hat, dann müssen die einzelnen Spots mindestens zwei haben, um dann den Retake auch noch recht easy machen, zu gestalten. Oder halt direkt alle. Da vorne ist sogar noch relativ offensiv, dafür, dass sie schon zwei First Picks haben. Ist halt immer auf Onspot geschoben. Schaut aber Ja, immer aber weiter. halt Ich chill jetzt gutes, runter gutes nochmal und er Timing, setzt den das ist Kill. gut, ja. Flasher auch noch down. Er hatte Low AP und Ja. Xelos mit 78 Pulse. Muss er jetzt eigentlich wegbleiben, macht er auch. Sehr gut. Assist übernimmt. Sehr, sehr schön gespielt. Keine Das Waffe ist verloren. wirklich was, was Nip einfach perfekt beherrscht. Dass sie da sehr, sehr gut schieben, genau wissen, wie viel der Mate noch hat, sehr gut ansagen, viel kommunizieren und eben genau wissen, was der andere tut. Und ja, dann schiebt Forrest weg, Exist übernimmt den Posten und sie holen die Runde. So, und wir gucken mal auf die Pings, das wurde sich gewünscht, ob da wirklich vermutet werden kann, dass sie auf LAN sind. Und sie sind alle sehr, sehr identisch. Ja, ehrlich, außer Jesper. Aber sonst passt's. Ja, diese Unterschiede ist legitim. Ja. So, Epsilon auf jeden Fall wieder gekauft. Locks wieder Richtung B unterwegs. Und Gateway steht da sehr, sehr extern. Ich weiß gar nicht, was hatten wir davor? Ah, der steht da weit, weit weg, um da eine gute Silent vielleicht zu werfen. Oder Wer? halt passend zu schieben. Get right. Der wäre jetzt Okay. wieder weiter vor. Ja, er hat ja, das hat er in seinen Pro-Tipps gezeigt, dass er da eigentlich immer hinten am Hundegang steht und dann eine Flash für Pool wirft. Jetzt geht er aber wieder auf Timing rum. Schleicht Ja, sogar einfach durch, Logs. macht keinen Sound. Logs jetzt 4 HP nur noch. Und schieben jetzt sofort um auf A. Und da sind natürlich jetzt Fifflin und Forrest diejenigen, die was machen müssen. Forrest zieht rum, wird diesmal abgeaimt. Oh, Und Fifflin kann hier Fifflin. Fußhitz-Sätze Boah, zwei nochmal. hintereinander, das gibt's ja gar nicht. Alle Spieler, fast alle Spieler low von Epsilon. Die Runde ist schwer für sie zu holen. Oh, Freiberg! Da ist es Schneider, der ist Henning muss hart Super rein. gearbeitet! Also echt, da merkt man wieder mal, Nip richtig gut. Und Freiburg einfach 10-0 Stats, ey. 3 Sterne, Score 20. Und Jetzt die wird hier, Frisur hält. ja, die Frisur hält aber richtig, ja. Rallye-Gang drinne, aber die Frisur hält. So, und jetzt wird hier schon geschrieben, falls Epsilon natürlich 16-0 verliert, ist es auch obvious. So, und jetzt diesmal eine offensive Runde vom Pfiffler. Nehmt dann die falsche Mitte rein. Oh, jetzt gibt es aber richtig Das die konnte jetzt Q. angesagt werden. Dann sofort ein zügiger Konflikt. Oh, es tut sich da richtig schwer Boah, gegen die 8 HP. Pistole. Aimt er, verwirft aus seinem HE. Und Ah, die Get Right ist sofort dabei. Bombe ist Richtung B orientiert, aber was will Xelos da jetzt noch großartiges machen? Also da muss er jetzt wirklich richtig hart lacken und Fryback der Instant einen Track geben, um die Bombe noch legen zu können, aber sehr unwahrscheinlich. Da gebe ich dir recht. Können wir so einloggen. Alle fünf überleben in dieser Spa von Epsilon. Elf-Null. Kann man nochmal machen. So, jetzt gibt es eine Offensivrunde. Ja, die ist gut. Das kann jetzt sehr gut funktionieren auf jeden Fall. Aber Get Aber schöne Right. Anti-Flashes. So, und Gut Forrest kommt da aufgestellt. rechtzeitig raus aus dem Haus. War gut gespielt von ihm. So, Xelos noch gegen 3. Bombe hat er jetzt wieder. Sehr schön gemoved von Get Right, dass er da Ja. nicht nochmal an der vorderen Kiste rumzieht, sondern die hintere wählt, wo er dann natürlich wieder relativ schwierig zu treffen ist.
Was man aber sagen muss, ist, dass Epsilon diesmal einen anderen Spielstil haben. Also Ja. sie machen nicht diesen bedachten Aufbau, diesen einzelnen Aufbau, dass sie da irgendwie in verschiedene Richtungen die Frags pieken wollen, Ja. sondern diesmal haben sie eigentlich schon eine Richtung. Ja, also sie schieben auch nicht mehr so gut, wie sie es gestern gezeigt haben. Ja, muss man jetzt leider so sagen. Es ist leider so. Und gegen Ohne. Imaginary war es wohl heute auch wieder genauso. Aber hier entweder ist der Respekt da gegen NiP, obwohl sie da unter WRTT ja schon mal gegen NiP quasi gewonnen haben. Ja. Boah, schöner Frag von Jesper. Jetzt ist es wieder nur noch Xelos. Der wird da von der Seite gepickt. Exist. Get right Standort. Man muss aber auch wirklich sagen, dass Nimp gerade unglaublich gut trifft. Ich glaube, die schießen da so ein bisschen Hass mit den Kugeln mit. Ja, vor allem 7 Frags bei Epsilon bisher erst gemacht. Also so viel hat Exist schon als schlechtester fast alleine. Forest und Get right haben beide 7. Ja, und Fryback jetzt nochmal gestorben. Schlechte Leistung von ihm, muss man schon sagen. Ja, das hätte aber klüger handeln können. Und Forrest kriegt jetzt Arbeit, Aber beziehungsweise. komplette Scorerpunkte von Epsilon 16 und so viel hat Exist alleine als schlechtester momentan bei NiP. Ja, leider. Statsmäßig, ne? Leider macht jetzt auch bald den Doktor 52.000. Und Flasher wird er jetzt in der Mitte auf jeden Fall contacten. Wird wahrscheinlich jetzt ein Zugriff auf die Mitte, aber das spielen sie derzeit hier so gut und Getright ist auch mit beim A, aber schiebt jetzt rüber. Lox wird wahrscheinlich jetzt faken auf den B. Oder nee, die Bombe schiebt auch Richtung B, also werden sie sogar den A faken und den B-Gaum machen, aber diesmal Getright gut geschoben. Ja, der smoked sogar direkt. Jetzt geht's Das wird los. es auch nochmal verzögern. Versuchen an den B-Skip. Leider fällt sofort. Wenn sie den CT-Bogen holen, ist die Runde gut. Ja, Getright right sehr schön geschoben. Jetzt müssen sie den Daumen machen. Und er kommt perfekt in Freiburg dem ist Augenblick. down. Ja, und die Runde ist schwer für NiP, aber sie werden wahrscheinlich auch Ja, den aber Retake bis 3 ins gegen letzte Detail. 2, Überzahl. Ja, aber es geht. Also, das kann man als Terror schon relativ komfortabel holen. Und sie Aber gehen NiP. beide Ruine rein. Ja, Oh, und aber. damit werden sie vielleicht nicht unbedingt rechnen. NiP bespricht natürlich solche Retakes auch ideal. Flashes kommen direkt, aber Boah! BAM! Da klappt er zusammen, der geht right wie ein Taschenmesser. Ja, ich habe ihn aus der Sicht von Forrest gesehen, wie er Keine weggeflogen ist. Chance. Ja, das ist jetzt schwer. Oh, zieht er zu früh ein bisschen rum, aber gut gemacht. So, und jetzt Xelos, einer kann defusen, einer aimt. Ja, und das Ja, gelingt. richtig gut und. Und es reicht, Ja, ja. es reicht. Boah, gerade so, aber es reicht und es ist Runde Nummer 8. Dass sie das jetzt geholt haben, war Forrest Geschichte. Also er ist so weit Ja. rausgeschoben und das ist wichtig, dass man halt die Ebenen verschiebt. Das heißt, die Bombe liegt links und der andere Spieler im Hintergrund rennt weit raus. Und das macht es unheimlich schwer, den Bombenleger noch zu holen. Zu Diffuser zu holen, ja. Never mind. Man legt doch so eine Exile-Bombe drauf. Und Lox wieder Richtung B unterwegs ist. Er nimmt das immer sehr, sehr schnell ein. Aber diesmal kriegt er die Frags nicht so leicht. Ist halt nun mal ein anderer Gegner. Auch wenn ich da Infecuity absolut nicht schlecht reden möchte. Also der Mark schreibt hier unter den Comments unter dem Livestream auf 99 Damage. Ich denke, NiP hat einfach auch alle Demos von Epsilon gesuchtet für eine üble Demontage. Und da kann man Ja. zumindest sagen, also bei NiP ist auch ein bisschen Hass gegen Epsilon da. Also von daher kann man sich das schon gut vorstellen, dass sie gesagt haben, okay, wenn die ins Finale kommen, die nehmen wir richtig auseinander. Die kriegen die Jacke mal sowas von voll. Aber bisher läuft es genauso, wie sie es sich wahrscheinlich ausgemalt haben. Oh, Pipplan, veraimt da dreimal hintereinander. Aber kommt weg. Bestes So, draus dafür aber gemacht. der B-Frag gefallen. Und Jasper Und bleibt schon wird alleine Rippen geschoben. stehen. Der Rest kommt zum B und da ist jetzt Freiburg wieder alleine. Timing ist gerade wieder gut, aber Getright schiebt instant Fifflern hinterher Ja. und damit ist die Runde eigentlich schon wieder besiegelt. Da müssen sie jetzt super schnell drauf gehen. Freiburg wieder idealer Break, wunderschön. Super geil. Boah.
Ah, das ist einfach Genuss für die Äuglein. Ja, da möchtest du hingehen und seine Hand streicheln. Also ja, wahrscheinlich sogar nicht nur diese, auch mal das Köpfchen. Ja. Jetzt nicht zu weit denken. No homo. Ja, no homo. Aber vielleicht auch mal auf seinen Stuhl setzen und die Maus auch mal nach rechts und links schwingen. Ja. Irgendwie so. Aber das ist hier einfach wieder Genuss für die Augen und ich glaube, heute gönnt jeder Nip noch mehr den Sieg als überhaupt. Auch wenn es mittlerweile einige gibt, die der Community sagen, ja, Nip gewinnt ja eh immer, keine Lust mehr, Nip gewinnen zu sehen. Aber ich glaube, heute sind da all eyes on them und die Daumen werden für sie gedrückt. Ja, auf jeden Fall. So, Achtung, Freiburg diesmal offensiv zusammen mit... Wer ist das da? Exist mit dabei, oder? Ne, Pfiffleute mit der Awe. Sehr gut, gefällt mir, dass sie da auch variieren. Da war ja eben auch schon Banane mit. Jetzt nochmal. Der B ist dicht, egal ob sie defensiv stehen, auch offensiv stehen. Freiburg ist halt einfach... Ich das sehr gerade auch. Oh, und Pfiffleute rettet seinen Arsch, denn den hätte er nicht gemacht, der Freiburg. Und jetzt ist es nur noch Jesper. Zack, und dann gibt's hier nochmal von Pfiffleute. Knick, knack, 11 zu 0. Freiburg, der ist heute wirklich eine Kanone für sein Team. 16-2-2 Stats bei ihm. Läuft. Ja. So, und hat sich jetzt mittlerweile schon auf 12 Frags hochgearbeitet. Um auch mal ein Ergebnis aus der EPS mitzuteilen, denn da ist es nach einer halben Stunde schon vorbei. Snowgard hat 16-1 verloren gegen MTF. Boah, gegen Bibonk, ja. Oder? Und nach MTF, da denkt man sich WTF. Ja, allerdings. Ich finde die EPS unheimlich interessant. Da wird es ja, also vor allem diese ersten Spieltage. Ja. Das wird sich dann nach dem fünften wahrscheinlich auch ein bisschen legen. Wenn man dann schon ein paar mehr Niederlagen hat, dann sinkt natürlich auch das Trainingsverhältnis. Boah, äquivalent. Zurück ins Gesicht, ey. Ja, wenn du sowas siehst, dass Mousebot zum Beispiel jetzt auch schon gegen iPlay verloren hat und so. Also, ist ja schon alles ziemlich interessante Ergebnisse. Hätten wir jetzt heute noch Attacks geholt, dann wäre es perfekt, aber naja. Ich denke trotzdem, dass die EPS echt spannend wird. Das ist da so, um den vierten Platz wird es bestimmt richtig, richtig haarig. Oder um den sechsten, meine ich, sorry. Ja, 12-0. Epsilon hat den Penner-Bonus, kann also jetzt jede Runde kaufen. Und diesmal. Den hatten sie aber auch schon vor dem Spiel. Ja, den Penner-Bonus auch, das stimmt. Und Pfiff. Er wird aber auch wirklich, die Schellen werden hier verteilt, ey. Bud Spencer on Tour. Exist kriegt dann gleich nochmal eine Ladung voll. Ja, und da machen sie jetzt einen Zugriff und Get Right ja, mindestens einen sofort holen. Defensiv. Boah! Ah, gute Cracks. Das waren aber auch ein paar Schellen zurück. Schneider allerdings nur mit 2 AP. Genau, 39 und 2. Und wenn sie die Runde abgeben, wird das so ein kleiner Mindfuck sein. Der war gegen Xelos und der hatte noch. An deren 100, glaube ich. Ja. Das holt Nett bestimmt sogar noch. Das mal an, die sind so gut. Aber Schneider hat so gut. Eine echt gute Drecksposi. Hinterm LKW, mit beiden im Sand. Ja, aber er guckt hoch. Ja, und unterm Dildo schaut er natürlich nicht nach. Ja, beide sehr, sehr low gewesen. Da ist sie. Runde Nummer 1 für Epsilon, Freunde. Ja, da kommt der Freiburg wirklich wieder die Ecke rum, du hörst nur so ein... Da fliegen schon wieder die Dinger, ey. So, mal gucken, ob sie jetzt aufwachen, drei Runden da noch holen insgesamt. Aber Mitte First Break sofort, nee, ach, doch, Mitte in der First Break. Ja, Mitte ist und korrekt. Lockt schon wieder alleine in der Banane, das müssen sie eigentlich auch wissen. Und Snip spielt es einfach richtig individuell, immer wieder neue Moves. Ah, und diesmal gehen sie Action durch. Das ist natürlich jetzt ein gutes Timing. Genau die Lücke gefunden. Ja, perfekt. So, und jetzt kippt Forest auch noch Forest. Geholt. Und damit ist die Runde absolut offen. Und jetzt dürfte auch gleich weg sein, ja. Wenn er da weiter so steht. Hat's auch geschafft. Jetzt wieder der Retake. Das ist gegen drei Mann schon richtig schwer, auch wenn man zu viert ist. Hoho!
außer ein starker Kill von Flasher. Einfach mal durch die Smoke predicted. Aber predicted, Knochen. Predicted. Das ist wirklich eine Standard-Pose, da schießt er ja auch hin. Ach ja, natürlich. Und ich. Oh, da macht sie beide! Sehr gut, dafür gibt's eigentlich, ne? Ja. Ah, das war eine gute Runde von ihm, ja. Gut gehandelt. Zweite Runde Epsilon. Das ist ja eigentlich auch immer so schade, ne? Dann ist halt so ein aufblühender Stern und dann hat man immer so die Zweifel, ne? Aber naja. Ja, ist das so. Thema. Aber genauso kannst du anders sagen, ne? Heute angeblich auf LAN und es läuft halt nichts. Ja, das ist aber auch, das ist, wie wir das letzte Mal schon gesagt haben, man kann nur verlieren. Man kann nur verlieren, Mitschein. ist so, ja. Wirklich. Traurig, das ist schade. Ja, genau, Nip hat, also Bob Troy hat auch hier die Demos von Epsilon geschaut und das analysiert. Ich habe nur gestern sein Equipment gesehen. Echt? Was hat er denn? Das musst du dir mal reingucken, sein Equipment, ab jetzt im Handel. Ey, es muss wirklich gespalten so ein Bob Troy T-Shirt geben, für die Finals. Nur dieses Gesicht drauf, ey. Boah. Schöne Frags von Pfifflern. Schiebt er auch jetzt gut weg, lässt sich überhaupt gar nicht mehr auf irgendein Duell ein. Get Right schiebt mit. Also diese Absprache, man merkt es schon immer wieder. Es sieht immer so einfach aus, und aber da steckt so viel hinter. Unfassbar gutes Spiel. Und Pfifflern erwartet ihn da recht. Nicht wird getten. Ja. Ja, aber trotzdem, sie stehen da sehr, sehr gut on spot eigentlich. Ja, jetzt müssen sie mindestens einen haben, dann ist ja runter Zeit. Ja, macht ihn auch und jetzt. Xelos Last gegen 4, das muss das 13-2 werden. Ja, das holt eine Schokotorte. Ja, schade, hätte ich trotzdem gerne. So, 13-2, Halbzeitstand. Nip gegen Epsilon. Starke, saustarke Vorstellung von Nip. Kann man nicht anders sagen. Wir sind gleich zurück nach einem kurzen Spot hier mit der Raid Call EMS 1 auf 99 Damage. Und damit willkommen zurück zur zweiten Halbzeit. Nip gegen Epsilon 13-2. Die erste Halbzeit für Nip ausgegangen nach einer großartigen Vorstellung. Allen voran von Freiburg, der hier bisher einen tadellosen Job gemacht hat. Und jetzt schauen wir gespannt auf die Pistol. Flasher steht da vorne, ist zurückgeschoben. Ja, spielen zu dritt auf B diesmal. Vermuten, obwohl haben wahrscheinlich Anti gespielt, aber Nip in diesem Fall wirklich, wie es perfekt aufgebaut ist, gehen jetzt über den Gang. Also vielleicht haben sie auch so eine Anti-Taktik erwartet. Lox wird ja gleich richtig viel sehen. Ja, das wird jetzt interessant. Schiebt aber jetzt genau rechtzeitig weg. Boah! Den hat er aber mit Stäbchen gegessen. Ganz ehrlich, ey. So, und jetzt kommen die B-Spieler rüber. Aus so einem Grund hat man eine Packung Taschentücher neben dem PC. Ja, da ist ihm die Suppe durch die Gabel gerutscht. Schneider und Tschüssikowski. Und der Knall ist einfach nur super gut gespielt von Nip. Pistol Round durch zweite Pistol für die Ninjas in Pyjamas. Und damit sollten sie Map 1 eigentlich relativ gut klar machen können. Ja. Also, Sonority hat es bei 99 Damage unter den Livestream in die Comments gepostet. Das Bild von Bot Troy. Ja, und Obi Tink Kenobi schreibt hier: Knochen, die Lecks sind so nervig. Und du kannst mir eins glauben: Ich glaube, es nervt mich noch tausendmal mehr als dich. Oder euch da draußen. Also, es gibt zwei Dinge, die mich extrem aufregen, wenn ich ein schönes Spiel casten will: Das sind einmal GoTV Lecks und zum zweiten. Wenn ein Spiel, bevor das Match vorbei ist,
schon gechanged wird. Die Gaming-Maus ist so scharf. Ja, also, auch im Twitch-Chat wurde gefragt nach der Gaming-Maus von Bottroy. Wie gesagt, schaut es euch an, auf 99 Damage unter den Livestream-Comments gepostet. Von Sonority. So, nehmt jetzt den Contact einfach die Mitte hoch. Oh, Forrest, die splitten sogar nochmal auf, gehen über Action und Forrest geht über den Gang. Da hat Jesper jetzt eine gute Position mit der Shotgun, sehr close und sehr gut ausgenutzt. Boah, aber die Knalle dir ins Gesicht! Ey, boah! Alter, leck mich am Arsch, also wirklich, das geht doch gar nicht. Get right, alles Headshot. Ja, da ist wirklich richtig Aggression drin. Hat der nächste geklingelt und er setzt sich sogar direkt in den Stühlchen rein. Da hat er Platz genommen auf dem Sessel, liest noch ein Buch hier aus der Bibliothek. Das ist mal eine schöne Position, wo man hier sterben kann. Hast du es doch gesehen in der Bibel? Nee, leider nicht. Schön in den Sessel gehockt. Sauber. So, Flascher wird da wieder vorne stehen, ja. Und der klingelt gleich. Zack, zack. Masjut Nachbar, Schneider auch nochmal blind, kann aber Freiburg machen. Ja, und dann kommt nochmal eine Flash durch. Ist da gerade im Duell? Boah, nur 14 HP. Oh, noch zwei auf dem Spot, also. Und Jesper wieder. Ja, und jetzt ist aber A frei. Wird einfach weggelascht. So, und die letzte Runde sollte durch sein. Ja, das ist ja letzte Runde, ne? Also sie müssen ja was machen. Bom. Ja, wird nicht geholt. Forrest zieht nochmal rum mit 7 AP. Dennoch lässt sich jetzt schön Zeit. Gut gespielt, aber 13 AP gegen 3 Nip-Spieler. Come on, ne? Da muss man schon offline, online spielen. Das zu holen. Bitch, please. Oh. So, Forrest ist noch low, wenn Pfifflin fällt. Und Pfifflin hat die Arme, aber er macht es. Also! Lol, GG-Fan. Ja, also 16:2 endet hier Map Nummer 1 für NiP. Das war eine beeindruckende Vorstellung. Und da spürt man hier förmlich den Hass auch in dem Team-Chat oder gerade hier im Chat. Sieht man das natürlich auch wieder. Wir machen ganz kurz einen Break, sind gleich zurück mit Map Nummer 2. Dann werden wir sehen, die Train. Und ich befürchte, dass NiP hier die gleiche Vorstellung abziehen wird. Wir werden es da gleich herausfinden mit der Raid Call EMS One hier auf 99 Damage, mit dem Venom und mit mir, mit dem Knochen. Bis gleich.